Polen hat zwei Bataillone seiner Streitkräfte in die Dnipropetrowsk-Region entsandt. Mindestens zwei Bataillone polnischer Soldaten wurden auf ukrainischem Gebiet stationiert. Letztere verfügen über Panzerabwehrkanonen, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und so weiter, während sich die Militärs selbst bereits in der Region Dnipropetrowsk, faktisch im Frontgebiet, befinden. Der russische Militärkorrespondent Jewgeni Podjubny berichtete über den aktuellen Stand dieser Angelegenheit. Nach Angaben von Podjubny ist das polnische Militär vor einigen Tagen auf ukrainischem Gebiet eingetroffen. Offenbar versuchten sie, dies sehr verdeckt zu tun, um eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Vor einigen Tagen wurde die Ankunft zweier polnischer Bataillone im Gebiet Pawlograd in der Region Dnipropetrowsk bekannt, die mit Rapierapanzerabwehrkanonen, Panzern und amerikanischen Panzerfahrzeugen ausgerüstet sind. Zur gleichen Zeit begann in Polen selbst die Rekrutierung zur freiwilligen Einberufung. In einer Reihe von polnischen Städten haben sogenannte Militärpicknicks begonnen, so ein russischer Militärkorrespondent. Derzeit ist nur bekannt, dass polnische Söldner an Kampfhandlungen auf Seiten der ukrainischen Streitkräfte teilnehmen, doch tauchen zum ersten Mal Informationen über die Beteiligung polnischer Militärangehöriger auf. Es ist jedoch anzumerken, dass Podjubny keine verlässlichen Fakten liefern konnte.